Bei Industrie 4.0 geht es um die digitale Vernetzung der Dinge, die in einer Fabrik passieren. Ich bin Thomas, ich bin Gründer und Geschäftsführer von ProGlove. In der Produktion geht es am Ende immer darum, entweder etwas schneller oder etwas in einer höheren Qualität zu produzieren, also bestimmte Arbeitsschritte in der Hälfte der Zeit zu machen. Und zum Zweiten geht es darum, den Menschen in die digitale Welt mit einzubinden. Also wenn ich den Werker mit anderen Maschinen zusammenarbeiten lasse, habe ich insgesamt mehr Effizienz davon. Unser intelligenter Handschuh hat im Moment eine Hauptfunktion und das ist tatsächlich Dokumentation von Arbeitsschritten. Wir haben im Grunde den Barcode-Reader, den jeder kennt, das sind so kleine Pistolen, den haben wir in einen Handschuh gebaut. Unser Produkt richtet sich hauptsächlich an den Werker. Also wie kann ich sein Leben und seinen Job irgendwie ein bisschen leichter machen? Also jeder, der schon mal in dem Werk gearbeitet hat, weiß, dass es da einfach monotone Arbeitsschritte gibt, die teilweise sehr anstrengend sind. Deswegen jede Arbeitserleichterung hilft. Wir glauben auch weiterhin an den menschlichen Werker in der Produktion und es geht darum, den besser in diese neue digitale Produktion einzubinden. Es gibt ja diese Vision davon, dass es bald gar keine Arbeiter mehr gibt in der Produktion und wir glauben nicht daran. Wir glauben, dass der Mensch tatsächlich viel lernfähiger und viel flexibler ist als so ein normaler Roboterarm. Man muss den Menschen nur die richtigen Werkzeuge wirklich in die Hände geben, damit der mit der digitalen Welt zusammenarbeiten kann. Und genau das machen wir. Also wir stellen den Werker in den Mittelpunkt. Also mit dem Begriff industrielle Revolution muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil man es meistens immer nur hinterher sagen kann. Wir sehen es aber schon so, dass die Technologien, die gerade Einzug halten, ungefähr einen Faktor 10 in Effizienz bedeuten können. Und wenn das wirklich so ist, dann stehen wir vor einem großen Wandel.